Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zu einem neuen Let's Play. Eine ungewohnte Ansicht. Ich sitze hier hinten in einer Hoplite drin und mir gegenüber, obwohl man es gerade auch im Display nicht erkennen kann, der Dozer und der Weezen. Jungs, herzlich willkommen das erste Mal in dem neuen Dropship. Hey, schönen, hey. Schönen guten Tag. Ja, relativ gemütlich, aber halt, es ist noch Platz für mehr. Der Weapons Locker ist leer, aber zumindest der Pilotensitz und das Geschütz bestückt, das macht mich ja eigentlich schon ganz glücklich. Aber irgendwie ist das halt echt so ein bisschen wie Achterbahnfahren hier mit den Bügeln. Ne? Stimmt allerdings, ja, das ist wohl wahr. Gut, also was haben wir heute vor? Wir sitzen hier mit Weiß und Ventex drin. Hallo Jungs, Weiß und Felix die Kiste, genau, und Ventex im Kanonenturm. Und jetzt nehmen wir uns heute mal eine Caterpillar vor. Da haben wir nämlich drei Leute von uns deponiert, die das Ding jetzt verteidigen sollen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und ja, ich würde sagen, Weiß, wie sieht's aus? Ich sehe ja von hier drin nichts. Sind wir im Anflug? Wir sind 223 Meter entfernt. Oh, alles klar, dann geht's ja jetzt los, wa? Gut, Checks. Jawohl. Weapons ready. Ich habe keine Scharfschützenwaffe mehr dabei, ja. Ich hab hier, das heißt, du machst den Scharfschützendoser, ich öffne die Klappe. Was hast du da? Eine Devastator, was ist das? Doch, du hast Energy eine. Rifle. Hä? Nee, doch, warte mal, aber du hast doch hier. Nee, aber du hast doch. Wir haben alle keine Nein. Visiere. Nee, Mann, du hast eine Arrowhead mit einem Visier auf dem Rücken. So. Ich seh's doch von hier aus. Ja, ja, das heißt aber nichts unter Umständen. Dann würde ich sagen, die Secondary Weapon. Ich öffne die Tür. Okay. Wow, Mann, nicht immer mit der Granate hier immer. Was soll denn das? Ventex, bist du hier gerade so fluchtartig aus dem Schiff raus, weil du eine Granate hinterlassen hast? Aber ich habe die Granate noch in den Pilotensitz geschmissen. Ey, unfassbar. Einmal mit Profis. So, okay. Ich habe die Caterpillar im Blick. Check, ich auch. Mit Schiff sind, was ist das? Backboard, die mittleren zwei Luken offen. Sehe ich auch gerade. Ich würde vorschlagen, wir öffnen halt die restlichen Luken auch noch und Weiß gibt uns dann von außen mit der Vanguard Feuerschutz. Bisher sehe ich halt keine Personenbewegung, keine Kontakte. Scheint sauber. Public Enemy war im Frontbereich sichtbar vorhin noch. Mittlerweile kein Public Enemy Status mehr sichtbar. Okay, entweder ist er tot oder wir sehen ihn nicht. Also kontrollier bitte mal die Aussichtsplattform. Ventex fliegt Heck an. So, was soll ich kontrollieren? Die Aussichtsplattform auf der Tragfläche, ob da jemand drin ist und zuschaut. Auf der Stummeltragfläche ist eine Aussichtsplattform. Ja, ja, ich weiß. Ich versuche gerade einen Winkel zu kriegen, halt so, der halt irgendwie geht. Ist halt relativ schwierig von hier aus, aber die sieht sauber aus. Zumindest bewegt sich da keiner gerade. Kann nichts sehen. Wenn halt, dann hat er keinen weißen Anzug an. Ist der Anzug direkt an dem Triebwerk? Warntags, okay. Okay, Ventex. Okay, in die Gondel, da ist keiner. Okay, Ventex, dann nimmst du halt hier Backboard, die hintere Luke. Die hintere Luke ist offen. Was? Nee, die Mittelschiffe sind beide offen. Aber hier Backboard, die sind doch, wie die hintere Luke ist offen? Du meinst unten die Schleuse oder was? Für mich ist die hintere offen. Okay, also bei mir ist sie geschlossen. Warum? Ich versuche mal die andere Seite einzusehen. Ja. Auf jeden Fall auf der Seite vom Rumpf sind noch alle Klappen geschlossen. Ja, er ist über dem Rumpf, über dem Haupttrakt. Check, ich sehe ihn. Scharfschütze wahrscheinlich, ne? Boah, ey, wir können echt froh sein, dass der Turm da vorne nicht bemannt ist, oder? Ja, die Caterpillar ist übrigens ausgeschaltet worden von einem EMP vorher, haben wir festgelegt. Sonst hätten die uns jetzt weggeputzt, glaube ich, und den Turm. Aber mein Afterburner. Ja, das ist aber manchmal so in dieser Patch. So. Bist du das Mitschiffs da oben drauf? Ich bin oben auf dem Deck über der Aussichtsplattform. Ja, gut, alles klar. Ich komme direkt vor dir runter gerade. Versuch mal gerade ein bisschen Deckung zu gehen, weil. Hier oben ist ein Shot drauf, aber ich glaube, es geht nicht, ne? Aussichtsplattform ist verwaist. Ich öffne die erste Tür in 5, 4, 3. 2, 1. Ne? Ich bin weiter Steuerbord, ne? Sie geht nicht auf. Geht nicht auf. Kann ich die nicht öffnen? Ich kann die öffnen. Ich öffne jetzt von die mittlere. Check, habe ich. Ich habe keinen so. Jetzt auf der mittleren keinen so unbedingt guten Schusswinkel. Jetzt geht die andere auch mit auf. Ja. Okay, okay, auf der Galerie ist niemand. Ja, von hier aus auf kein Gesicht. Was baut ich höre Schritte. Taucht. Ich höre Schritte ungefähr hier. Ja, check. Kannst du die Frontluke öffnen? Ja, obwohl ich kann nicht durchschießen und Schutz dazu tun. Ich hab die obere Galerie hab ich im Blick jetzt. Ja.
So, Ventex, wollen wir bei deiner Seite reingehen oder an meiner Seite? Dann gehen wir zu zweit. Ja, also ich würde sagen über Kreuz. Du linke Seite, ich rechte Seite. Okay. So kann ich nach links oben sichern und du nach rechts oben. Check. Tür ist offen oben auf der Galerie. Check. Shit, die schießen auf mich, ja. Ja, mich haben sie erwischt. Ich hau hier ab. Warte, bleib mal da. Ja, verschwinde da mal. Ich verschwinde. Ich lass mich verarzten. Ich hab nur mein linker Arm ist. Nur mein linker Arm war verwundet. Alles gut. Ich habe jetzt ganz gute Blick, ich habe ihn aber nicht getroffen aus der Distanz leider. Ich lebe noch. Ich bin wieder geheilt. Überhaupt nichts. Mein Medipack funktioniert leider nicht. Ich gehe einmal rein. Ich werde so oder so verbluten. Ich möchte euch nicht beunruhigen, aber neben euch treibt ein extrem großer Asteroid direkt auf die Caterpillar zu. Wuhu! Ich bin natürlich, als ob wir noch nicht genügend unter Druck wären. Wir haben einen verloren, ja? Einen verloren. Geht mal auf die obere Galerie, Sawyer, weil da habe ich die Tür gegenüber im Blick. Check. Ja, da komme ich nämlich mit rein jetzt gleich. Die obere Galerie, ja. Ich steig gerade die Tür ist oben offen. Tür ist oben offen. Ja, ich werde beschossen. Irgendwer beschießt mich hier. Ich flüchte? Ja, nee, draußen! Die Tür geht, wenn du die Galerie hoch. Weiß, siehst du irgendwas? Siehst du irgendjemanden? Die oben auf der Galerie einstehen, aber was bist du, Dozer, ne? Ich bin es. So, ich bin gerade wieder Steuerbord hochgekommen. Also ich stehe auf der Galerie beim Modul 1 Access. Ich bin auf der oberen Galerie gelandet im EVA, ich bin auf die Fresse geflogen, ich hoffe er steht wieder auf. Gut, er? Ich bin im EVA, irgendwer hat gerade das Feuer auf mich eröffnet. Wer fliegt gerade oben drüber über die Hauptwand? Ich komme hinter dir durch. Ich bin hinter dir, Sawyer. Ich lande auf der im unteren Laderaum vorne. Wir warten jetzt noch auf Dozer. Ja, ich drehe mich mal in die andere Richtung. Ich weiß, wir wissen ja nicht, ob dich okay, vorne. Okay, Touchdown. Okay, Dozer, siehst du uns? Weißt du, wo wir sind? Ich mache die Luke zu. Ja, wo bist du gelandet? Ich bin halt im vordersten Frachtsegment. Gut, und komme jetzt halt so ins zweite im unteren Level. Okay, ich bin oben auf der Galerie. Ich sehe dich, Dozer, du stehst in der Tür. Ich bin oben rechts von dir auf der Galerie. Ja. Vorsicht, die Tür reagiert schon auf dich, Sawyer. Wenn du jetzt weiterläufst, geht die auf. Ja. So, wollen wir in das nächste Modul vorgehen? Jawohl. Okay, ja. Fertig? 3, 2, 1, Breach. Zwei Mann! Sie haben mich erschossen. Zwei Mann, die stehen direkt dahinter. Dozer, rechts von dir, oben auf der Galerie. Wenn der Steuerbord die Klappen öffnet, kann ich mit der Hoplite gucken, ob die mal, irgendwo lang kommt. Stirbt der irgendwann nochmal? Das gibt's nicht. Ich bin down. Na super, jetzt bin ich alleine. Okay, Weiß? Ja, bitte? Kommst du uns abholen, Portolisa? Ja, bitte. Ich bin tot. Wäre es denn grundsätzlich nicht besser, wenn Weiß uns unterstützen würde da im... Ja, ich fürchte, es wäre besser, weil ich, die standen jetzt beide auf der anderen Seite von der Luke und haben mich halt weggeschossen. Die waren auch sehr langsam natürlich, ne? Das ist, dann wissen sie natürlich, die haben uns gesehen vorher schon, eine Absorptionsluke, und dann haben sie gewusst, weil wir reinkommen. Lange, ja. Deswegen, die wussten schon ganz genau, wo wir reinkommen, deswegen konnten sich halt eben was zurechtlegen. Aber du, ich habe halt eben mit der Sniper halt ein paar Mal reingeholzt, auch voll aufgeladen, und ich kann durch das Gestänge nicht durchschießen. Ja, also auch wenn der Schutzwinkel frei ist, das verpufft irgendwo, aber er kann von oben nach unten schießen. So, dann lasst uns mal bitte die Aufnahme hier an der Stelle mal stoppen. Ja. Und einen zweiten Versuch unternehmen. Mein Gott, ist das ein Feuerwerk. Das ist genau wieder die Position, wo es letzte Mal passiert ist, halt so mit dem Gestänge, das ist echt scheiße. Oben auf der Galerie. Ja, hat mich. Der ist, glaube ich, bei mir hier gerade zusammengeklappt. Oh Gott, irgendwer ballert hier durchs Schiff durch. Ja, das ist Weiß. Ah, diese Riesen... Oh, krass, sah das geil aus. Diese Riesen-Gatling, die da losrührt.